Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herren Online. Ich bin's, der Black. Ja, wir befinden uns im schönen Tatrend, wo wir letztes Mal mit den Brudis, also der Brudis, geredet haben, ein bisschen was erledigt haben und noch ein bisschen was zu tun haben, worin wir uns jetzt machen. Unter anderem erklimmt den Hügel zum Leuchtfeuer von Netath. Ja, da müssen wir hin. Da werden wir jetzt wohl hingehen. Dann werden wir noch irgendwo anders hingehen, weil hier oben ist auch noch eine Quest. Keine Ahnung, was das ist. Aber wieso ist hier oben eigentlich noch eine Quest? Waren wir da nicht schon? Da kommen wir doch her. Habe ich da was vergessen? Nee, ich glaube, da haben wir was Neues bekommen. Anders kann ich mir gar nicht vorstellen. Nur gut, dann ist es eben so. So, wir werden jetzt ein bisschen umgucken. Ich wollte mich eigentlich nochmal umgucken, ob ich hier... Ich habe zerschmetterte Beile. Das habe ich ganz vergessen, muss ich sagen. Ich habe zerschmetterte Beile. Ich guck mal ganz kurz hier, ob ich zerschmetterte Beile abgeben kann. Kann ich. Geile zerschmetterte Beile. Die machen wir wieder heile. So, anstehende Aufgaben. Ich nehme es mit an. Nicht das, was wir jetzt brauchen. Ansonsten sieht es eigentlich gut aus. Wunderbar. Los geht's. Oh, ich sehe gerade hier unten erst einmal Tat verliehen. Das ist schön. Silbernes Geschenk öffnen machen wir auch gleich noch mit. Weil wir es können. So. Wunderbar. Jetzt habe ich vergessen, welche Richtung. Wollen wir erst hoch oder wollen wir erst runter? Schwierige Frage. Ich gehe mal erst zurück, bevor wir vorgehen. Denn, oder kamen wir von da? Nee, von da kamen wir nicht. Wir kamen vom Schwarzgrundtal schon. Ja, genau. Wobei wir nach Lamedon dann sind. Doch, wir kamen von hier. Okay, von Schwarzgrundtal nach Lamedon und dann hier runter. Und jetzt können wir wieder Richtung Schwarzgrundtal. Nee, machen wir erstmal nicht. Wir gehen dann doch erstmal in die andere Richtung. Sorry, Leute, aber manchmal muss man sich erstmal orientieren. Auf allen Vieren. Mit ein paar Bieren in der Hand. So, ein Kurs A. Den lassen wir mal in Ruhe, weil hier kursieren Gerichte, dass die Korsaren Piraten wären. Ja. Wir haben ja in der letzten Folge auch, oder in den letzten Folgen, ich weiß gar nicht, ob die letzte war, dem einen da Jajax geholfen, dem wir ja beim Wettsaufen eine gesoffen und so weiter haben, wenn ihr euch erinnert. Also Bolzeni erinnert sich nicht mehr an viel, obwohl sie ja doch recht trinkfest ist, hat sie doch, naja, ein über den Durst gesoffen. Da war bestimmt auch noch irgendwie was anderes mit drin. Ganz sicher. Sind halt Korsaren, ne? Denen kannst du nicht vertrauen. So. So. Okay. Wir sind fast da. Ich weiß zwar nicht, wo da ist. Also da, wo das Leuchtfeuer ist, das ist schon klar. Aber wir waren noch nie da, deswegen weiß ich nicht, wo da ist. Das erschließt sich halt aus der Logik. Ne? Denn wenn wir schon mal da gewesen wären, dann wüssten wir ja, wo da ist. Dann wären wir da. Oh, wir müssen noch höher. Wir müssen mal gucken, ob wir überhaupt noch höher kommen. So, hier schon mal nicht. Siehst du, das ist halt der Nachteil, wenn du noch nie da warst, ne? Und in meinem Fall bedeutet noch nie, selbst wenn ich letzte Woche schon mal hier rumgeritten wäre, würde ich mich nicht mehr dran erinnern, weil ich einfach alles vergesse. Ja. So, ich nehme mal an, dass wir jetzt hier hinten hoch können. Sieht sehr gut aus. So, erklimmt den Hügel zum Leuchtfeuer, ja, sucht verschollene Arbeiter. Ich guck mal ganz kurz. Ne, mehr ist hier noch nicht aktiviert. Umso besserer. Dann ist es so. Nee. Okay, jetzt aber. Gleich sind wir da, Freunde, gleich sind wir da. Da ist noch eine Ziege, eine Klippenziege. Ziegenklippen in Klippenziegen. Deswegen nennt man das hier die Ziegenklippen bestimmt. Nennt das keiner so? Na, ich schon. Oha, oha, was macht ihr hier? Hey, ihr wollt doch nicht böse Menschen töten, oder? Also, ich schon, aber ihr wollt gute Menschen töten und deswegen seid ihr böse Menschen und deswegen töten wir euch jetzt. So, komm. Genau so. So, lebst du noch? Nee. Einer von Helms Arbeitern. Ich sammle mal ein bisschen Holz. Was machst du da? Ist das sehr bequem? Hallo? Na gut, jeder hat andere Hobbys. Die einen zocken gern, die anderen machen gern Handstand auf den Vorderbeinen und lehnen sich dabei an einen Felsen.
So, noch eine tote Leiche. So. Und ja, man muss es ja erwähnen, in diesem Spiel gibt es auch lebende Leichen. Das sind dann die Untoten und so. Nee. So, also Holz hätten wir fast. So, Holz haben wir. Er klimmt den Hügel zum Leuchtfeuer. Ich bin noch nicht beim Leuchtfeuer. Willst du mich verarschen? Oder ist das Leuchtfeuer hier? Kann natürlich auch sein. Oder eben auch nicht. Hey! Erschreckt mich nicht und spawnt einfach vor mir. Dann muss ich euch eben nochmal töten. So bin ich. Doppelt hält besser. Jetzt kommen die nicht so schnell wieder. So, wir gehen mal nicht hier runter, weil das nicht sehr gesund aussieht. Wir werden doch den Außenweg nehmen. Ich dachte, das wäre nicht so tief. Am Ende bin ich noch tot, wenn ich da unten ankomme. Das wäre nicht so schön. Also, ich sag mal so, vom Fallen stirbt man ja eigentlich nicht. Auch nicht in diesem Spiel und auch nicht im Real Life. Die Landung macht eigentlich immer nur das Problem. Ja. So. Okay. Und dann runter. Ich will jetzt mal so diesem Leuchtfeuer, ich glaube dann, das ist das Leuchtfeuer da oben, weil hat mich auch schon gewundert, im Wald ein Leuchtfeuer. Ja, das sieht sehr feurig aus. Ja, okay. Ich glaube, jetzt bin ich richtig. Ich leuchte dem Feuer heim. Hatten wir nebenbei zufälligerweise eine andere Quest gemacht, die nicht die Quest war, die wir machen wollten, weil wir eine andere Quest gemacht haben, die wir auch machen wollten. Ja. So. Hey, was macht ihr hier? Ihr dürft hier nicht sein. Das ist Sperrgebiet. So, Briefe des Feindes nehmen wir gerne an. Ne? So. So. Und so. Tschüss. Gesammelte Korsarenbefehle 2 von 8. Kriegen die echt ihre Briefe schriftlich? Das würde ja bedeuten, dass die lesen können. Ich bezweifle das. Vermutlich einfach nur aufgemalt, was da los ist. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich muss euch mal alle umbringen, weil tot sieht viel, viel besser aus als Leben. Siehst du? Das meine ich. Halt, ist er nochmal? Ne, hat gerade so ausgesehen, als würde da was leuchten. Tat es aber in der Tat nicht. So, hier ist nur das Leuchtfeuer. Feuer. So, angesammelter Korsarenbefehle 4 von 8. Ich weiß nicht, ob das jetzt genug ist. Warte mal, ich sehe es ja drüben. Achso, sucht nach einem Anzeichen von Problemen ab. Markern. Ich suche mal. Ich glaube, hier ist besser zu gucken, ne? Gucke ich hier. Ein Blick. Schauen. Auf das Korsarenlager. Den Korsarenlager. Also hier ist schon mal Markham, ne? So. Ja. Ja. Korsaren plus abwärts Kisten. Oh. No risk, no fun. So. Also sieht wieder mal cool aus, muss man echt sagen. Sorry, Leute. Muss sein. So. Ja, deswegen gehen wir weiter. So, wir müssen natürlich noch den einen oder anderen Korsaren zerlegen, weil wir noch nicht alle Befehle haben. Kommt mal bitte her hier. Genau, euch meine ich nämlich. Ihr braucht noch ein bisschen angeblitzte Blitze. So. Ui. Ei. Ey. So. Die Befehle sollen zu den Brudis geschafft werden. Ja, das machen wir auch glatt. Also, der Brudis. Ist ja aber auch ein Name. Wer gibt sich denn solche Namen? Hey, Brudi. Weißt du, wie wir unsere Tochter nennen? Ja, Brudi, wie denn? Na, Brudis. Ja, das ist gut. Wir nennen unsere Tochter Brudis. Ja. Ja. Und weißt du, warum wir das machen? Weil wir Brudis sind. Jetzt fällt mir gerade ein, wer von uns ist denn der Papa? Weil wenn du Brudi bist und ich auch Brudi, dann... Wer ist denn jetzt der Papa? Und wer ist die Mama? Fällt mir nur gerade so ein. Ja, Brudi, das war Schwesti. Was? Ferkel. So, okay. Genug Inzucht betrieben. Wir werden jetzt wieder raufgehen. So. Lalalala. Jetzt geht's hier lang und da geht's hoch. Und jetzt sind wir wieder oben. Im Dorf. So, okay. Brudi, wir sind gleich da. Warte, halte aus.
Auch der Kaufmann hat was drauf, Mann. Dies sind wirklich schwere Zeiten. Oh, warte mal. 225 Wille. Ja, ist besser als der gelbe, den wir so haben, wenn ich jetzt das mal so überblicken tun täte. Das heißt, das könnte man tatsächlich nehmen. Und das ist sehr schön. Dann beenden wir das hier. Was ist denn hier schon wieder? Achso, da muss ich auch noch gucken. Was hast du denn hier? 225 Wille, das ist nicht besser als das, was wir haben. Das heißt, ist egal. So, okay. Und dann nehmen wir das hier. Herr Kaufmann, ich kann gleich mal rausmachen. Warum unterbrecht ihr mich? So. Annehmen. Was haben wir denn hier alles zu tun? Bezwingt Korsaren. Okay. Werkbank, was soll ich da machen? Baut Kisten. Okay. Hab Kisten gebaut. Hier. Entschuldigung. Bist du vertraut mit Kisten gebaut? So. Okay, haben wir. Wir gehen mal ganz kurz hierher. Weil. Neuigkeiten? Ja, denn irgendwas Neues war bestimmt. Hier, den hier wollten wir kaufen. Genau. Den anderen wollten wir umziehen. Und zwar nach Möglichkeit mit dem anderen. Jawohl, das sah doch gut aus. Den können wir mal hier. Dann tun wir den hier weg. Oh ja. So, 160. Weg damit. Okay. Wieder was gelernt. Schön. So, Brudis. Brudi, ihr wisst schon. Wir haben noch ein paar andere Dinge zu tun. Ein paar, sagt er. Okay, wir haben viele andere Dinge zu tun. Unter anderem Korsaren bezwingen. Ich nehme an, dass das ist, was auf der Karte so extrem viel aussah. Aber es kursieren Korsaren überall durchs Land. Denn wären sonst keine Korsaren. Ist ja bekannt. Wir können auch in die andere Richtung gehen. Weil in der anderen Richtung, da sind andere Richtungen. Ne, da haben wir ja noch was zu tun. Deswegen, ihr wisst schon. Deswegen gehen wir in die Richtung. So. Während wir hier Klippenpirsche, brauche ich dich? Ne, brauche ich nicht. Während wir hier, brauche ich dich? Brauche ich auch nicht. Während wir hier gucken, ob wir irgendwas hier brauchen, was wir brauchen können. Denn das bräuchten wir ja dann. So. Hey, komm mal her. Oh, den habe ich einen reingeballert. So, das war Korsar Nummer 1. Dich brauche ich immer noch nicht. So. Hä? Was? Wo kommst du denn her? Und warum folgst du mir? Ich habe dir doch gar nichts getan. Außer dich vielleicht umgebracht, aber das ist was anderes. So. Schließlich war das Notwehr. In diesem Fall wirklich. Ihr guckt, das ist auch Notwehr. Präventive Notwehr gegen einen Korsaren. Ist immer präventiv. So, wenn der jetzt weit genug weggerannt war, wäre doof gewesen. Oh, hast du mich angepusht? Ja? Ja? Oh, verwüstet 19.000 Schaden. Heftig. Mächtig, gewaltig, Egon. Wo bin ich denn? Bin hier. Habe hier ein Kaninchen. Das will ich aber gar nicht. Hier hinten ist das Korsarenlager, wie es aussieht. Dann können wir mal hier in die Richtung gehen. Und vorsichtig den ein oder Korsaren. Ein oder anderen Korsaren. Dahin hinschicken, wo die anderen schon waren. Oh, guck mal, was machst du hier? Hinter uns anschleichen. Aber nicht mit mir. Okay. Jetzt sollte man nur wissen, wo geht's denn da über den Fluss? Ah, da unten. Eieiei. Dann sollten wir vielleicht mal kurz aufhören, Hü. Und dann hier runterspringen, weil das können wir ja. Wobei, hier geht's, hier machen wir. Siehst du, hier geht es gut. Oh, guck mal an, hier gibt's sogar Kisten. Hey, ihr habt meine Kisten gestohlen. Oh, ja, ne, komm her, ja. Flumm und flamm. Okay, machen wir erstmal hier. Kiste. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. So. Und Nummer 4. Ja, wir doch. Haben wir doch schon ein paar. Dann du hier, du bewachst dort in die Kiste. Ich glaube, da ist was sehr Wertvolles drin. Deswegen werden wir die uns gleich mitnehmen. Nicht, dass da irgendwie Unklarheiten entstehen, wem die gehören. So. Hier, an der hat er rumgefummelt. Ih, der hat er reingekackt. Ja gut, Bolzen hier sammelst trotzdem. So.
So, kommt mal her, ja. Ja, der Aufseher, der hat einen aufsehenerregenden Tod. So, Aufgabe Fortführung, Straßenpatrouille erledigt. Dann können wir hier schon mal Lumpf und Schlampf. Sehr schön. Und dann ist hier hinten noch irgendwas, wo wir ja auch hin müssten, tun, täten. Werden wir da mal hingehen. Okay. Wie hüpf. Was sollen wir? Pilze sammeln. Ah, alles klar. Die gibt es da wahrscheinlich am... Ja, eine Art Sumpf scheint das zu sein, vom Charakter her. Sehr, sehr seicht alles. Okay. Das ist nicht nur seicht, das ist auch leicht. Guck mal, da oben, da ist das Feuer. Ich glaube, da war ich schon mal. Oje. Wir haben keinen Katalysator eingebaut. Guck mal, wie das brennt. So, hier, sehr sumpfig. Hat er gut geraten. So. Aha. Schlimm. Schildkröten nehmen wir auch mit. Den brauchen wir nur 10. Spitze Schnäbel in seichten Gewässern. Ja. Die braucht man zum Schnabel ausbessern. Hallo? So, das war Nummer 2. Hinten haben wir noch eine. Und hepp. Und hepp. Und hepp. So. Na komm. Dankeschön. So, hier hüpf. Nee, hier hüpf nicht, weil die will nicht. Toll. Du Kackvogel. Jetzt habe ich das Teil versiegelt. Wieder mal. Ich weiß, ich müsste es eigentlich sichern, aber dann kommen neue nicht mit rein. Das ist doof. Andererseits kommen jetzt so viele neue Skills, kommen jetzt auch nicht mehr dazu. Wäre vielleicht eine Option. Vielleicht aber auch nicht. So, aktiv. Wo ist mein Blitz? Mein Blitz. Meine Level. Anschau die Symbolik. Scheinbar hat die trotzdem gezündet, nur immerhin. So. Ja. Ich finde übrigens keine Pilze hier, ne? Aber irgendwo werden die sehen. Wahrscheinlich renne ich da immer nur in die falsche Richtung. Wäre ja nicht das erste Mal bei mir. So. 5 Pilze. Ich guck mal. Pilze logisch. Müsste das hier mit sein. Okay, da. Ich sehe doch Pilze. Ich habe einen Pilz gesehen. Ja, hau den Stein. Der Stein hat ja was getan. So, okay. Endlich Pilze. So. Schapp-Pinknockens. Die heißen doch so, ne? Schapp-Pinknockens. Ja, in Mittelerde auf jeden Fall. Und wenn ja, beweist mir was Gegenteiliges. Oder wenn ihr das vielleicht nicht glaubt, könnt ihr in die Kommentare schreiben, eure Gegenargumente. Hier noch ein Schampignocken. So. Schampignocken. So. Wiederhol das jetzt 13 Mal, ne? Schampignocken. Champignon. Ah, nee, das war falsch. So. Aber so viele sind es ja gar nicht mehr. Habt da Glück gehabt. Ich habe gerade, übrigens sehe ich gerade, ich habe eine Schildkröte getötet und ihr Fell abgezogen. Ja, das kann ich. Es ist halt eine Fellschildkröte. Ne? Hier sieht man ja hier, wie fällig die ist. Also fällig ist die jetzt auf jeden Fall, weil ich brauche ja noch welche. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Was war das denn? Klang fast wie ein Tonaussetzer. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch war oder nur bei mir. Schreibt es mal in die Comments. Weil ich habe das eh wieder vergessen, bevor ich das gerendert habe. Und dann habe ich es nicht richtig überprüft. So, was fehlen wir uns eigentlich noch? Seht euch noch weiteren Pilzen um. Ja, kann ich gleich machen. Ich muss erstmal nur eine Tote töten. So, okay, getote tötet. Sammel den großen orangefarbenen Pilz. Den hatte ich doch vorhin gesehen. Toll. Ich dachte, da wäre nur Deko. Da. Okay. Orangenscharfener Pilz. Meins. Also einige gut brutale durchqueren den Sumpf und ihr habt sicher nichts Gutes im Sinn. Hallo, ihr wollt sicher zu mir. Irgendjemand hat irgendwas gemacht, ja.
Da treibt sich jemand im Marsch herum. Das bin ich, ja. So. Das waren sehr, sehr viele Korsaren, die hier angegriffen haben. Glücklicherweise konnten wir die gerade so zurücknehmen. Diese Armee hätte das Tor verwüstet. Ja. Bestimmt. Diese Armee von 2 Korsaren. Dieses waren. So. Okay, wir haben alles. Das heißt, wir werden jetzt mal vorsichtig uns desumfisieren und in Richtung City begeben. Glücklicherweise ist da schon das City-Tor. Und naja, mit ein bisschen Glück schaffen wir es. Ich habe ja noch 1-2 Quests zum Abgeben. Mit ein bisschen Glück schaffen wir es sogar, Level 100 zu werden. Guck, ja, Level 99. Da ist der Erfahrungsbalken. Das ist ja gar nicht mehr viel. Ei, verbipscht. So, na dann gehen wir mal gucken. So, liebes Tatrend, wir könnten im Notfall vielleicht auch noch gucken, ob wir irgendwas abgeben können, was... Oh Mann, ich bin schon wieder voll. Ich hätte es vielleicht nicht machen sollen. Gut, wir müssen wahrscheinlich erstmal irgendwas noch aufdingeln und abdingeln. So. Ja, ich guck mal, ob ich irgendwelchen Scheiß verkaufen kann. Ich war doch erst aufräumen, verdammt. So. Physische Schar, physische Beherrschung, Essenz brauche ich eigentlich nicht. Was haben wir hier? Eine Resistenz könnte man machen. Lass die hier mal raus. Ich habe ja irgendwo ein Teil gehabt, was für Essenzen und sowas ordentlich ausgestattet werden musste, bevor sie überhaupt gut war. Danach wäre es gut, aber physischer Schaden nützt mir halt nichts, deswegen, ne? Lassen wir das einfach mal eiskalt weg. Und ich glaube, ich verkaufe das Teil dann komplett. Weil, ja. Bis jetzt kam nichts Besonderes. Bis wir das ausgerüstet haben, da ist wieder mehr. Wo ist es denn hier? Das hier war's, ne? Hier, genau. 1400. Ja, die ist ja jetzt schon schwächer. Okay. Dann einmal hier. Damit ist es da. Damit wird's verkauft. Und damit hätten wir wieder ein bisschen mehr Platz. Das hier können wir auch gleich aufmachen. Kriegen irgendwas in... Oh, anschauliche Symbolik. Schön, den behalten wir. Zumal der ja auch hellblau ist. So. Muss echt bald wieder das für Inventar aufräumen. Meine Fresse. Na gut, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt hier unsere Pause und werden halt im nächsten Folgchen 100. Das bin ich sehr, sehr wahrscheinlich, finde ich das. Weil wir, wie gesagt, ja potenziell hier noch ein bisschen was abgeben können. Und so weiter und so fort. Ich bin schon wieder voll. Dreh durch. So, eins haben wir noch. Na gut. Im Notfall kann ich das noch verkaufen. Vielleicht mache ich offscreen die Einzelteile noch zu verkaufen. Und dann sehen wir weiter. Ja, so machen wir das. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.